Rückenwind nehme ich mit nach Thüringen. Wir sind, glaube ich, alle erleichtert über das Wahlergebnis, vor allen Dingen in Sachsen. Und ich stelle zwei Dinge fest. Die Linke hat in beiden Ländern dramatisch verloren. Und mit Michael Kretschmer ist es gelungen, die Staatskanzlei zu verteidigen und Regierungsbildungsauftrag zu bekommen nach einem fulminanten Aufholjagd. Und das ist Ansporn für uns in Thüringen. Okay. Herr Moring, die Vorsitzende hat heute Morgenmagazin gesagt, auf die Frage, ob die CDU ein Viertel der Wähler außen vor lassen könne. Ja, wir können. Ist das der richtige Ansatz? Nein, das ist er nicht. Weil wir als Volkspartei immer den Anspruch haben müssen, Wähler an uns zu binden. Und wenn wir Wähler verlieren in Wahlen, haben wir die Aufgabe, zur nächsten Wahl diese Wähler zurückzugewinnen. Durch Vertrauen in unsere Arbeit, durch Politik, die wir machen, Entscheidungen in der Sache und Mut zur Verantwortung. Das habe ich ja schon vor diesen Wahlen in Sachsen und Brandenburg gesagt. Und das gilt natürlich erst recht danach. Die Große Koalition muss ihre Arbeit machen. Das hilft und das schafft Vertrauen. Und dann gewinnen wir auch die Wähler zurück, die wir bei dieser Wahl nicht überzeugen konnten. Das ist ein Konzept, wie Herr Kretschmer das gemacht hat und das sehr gelobt wird, dass man viel stärker als bisher noch an die Basis ran muss, in die Bevölkerung rein, auf die Sorgen der Menschen eingehen. Das hört man die ganze Zeit nach den vergangenen Wahlen, aber nichts ändert sich. Nee, das ist ja kein neues Konzept und ein kluger Politiker, der an der Basis verwurzelt ist, macht das schon immer. Und Michael Kretschmer hat das auch jetzt sehr intensiv in diesem Wahlkampf gemacht. Aber ich rate meiner Partei immer dazu, sich zu kümmern, zuzuhören. Um mit den Menschen zu reden und nicht über ihre Köpfe hinweg Politik zu machen. Und so gesehen ist das natürlich ein richtiges und auch kluges Konzept. Okay, danke.